Servus Leute, ich bin wieder zurück, hier ist wieder Thunder. Weiter geht's mit Outlast, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin, wie in den meisten Aufnahmen auf dem Pod. Schauen wir mal, ob ich endlich den Priester finde und ob ich diesem Haus zum Frieden komme. So, lass mich raten, du bist zu. Oh, wer hätte das erwartet? Ein bisschen rumrennen, hilft bestimmt. Scheiß Batterie, kann es ja nicht schon wieder leer sein. Achso, ich Batterie wechseln muss, ist das Ding dann am Flackern hier. Toller Raum. Oh, so was in der Schule. Oh, guck mal, die schreiben mit Batterien an die Tafel. Eine Akte. So, Gottes Einführung in die Warrider-Mythologie für den Betreuerstab. Warrider auch als Albmara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst Duft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft dringend auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus der Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Fail. Wo soll ich denn dann lang? War hier doch irgendwo ein Gang? Ups. Komm ich her? Da war der Pott. Da kann ich nicht durch. Ja. Hallo. Ah ja, hier. Tja, so wie dazu. Ich verdammte Scheiße lang. Hä? Er ist weg? Verstehe es nicht. Diese behinderten Batterien, ey, wie schnell gehen die leer? Nein, ich wollte. Nein! Es ist dunkel. So. Hier muss ich doch irgendwie weiterkommen können. Nein. Hä? Das... Da oben ist bestimmt eh zu. Aber ich bin mir doch sehr sicher, dass ich hier lang muss. Ja, genau. Da bin ich ja durch. Und dann Weg gab es hier auch nicht. Das ist
Waschmaschinen. Oh, da kriege ich sogar noch eine Nachricht. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Warrider erscheint. Ich blinze und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt. Okay, die ich mir nie hätte vorstellen können, aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand, ich kenne es. Sieht schon komisch aus. Eine Tür. So wie alle Türen, verschlossen. WTF, I don't get it. Wo ist der Typ hin? Machen wir doch einmal Brett auf hier. Verstück kann ich auch nicht rufen. Vielleicht doch nochmal in den Keller gehen. Da steht sogar mit Waffe in der Ecke. Was wird passiert, wenn ich näher rangehe? Oh. Ah, ja gut. Das passiert. Ja, gut. Dazu fällt mir nicht mal was ein. Dazu schieben wir noch mal. Sehen bestimmt die Batterien hier wieder rum. Ja, wie zu erwarten. Wenn ich mich erinnere, war hier einer. Ja, ja. Hier lag einer. Nimm doch. Hier lag irgendwo noch eine. Ich weiß es schon nicht mehr. Ah ja, doch. Genau. Die Tafelbatterie. Ich verstehe ernsthaft nicht, wo ich hin soll. Oh. What the fuck? Ich verstehe das nicht. Doch, wo ich durchkriechen muss oder irgendwas. Hier muss doch irgendwas sein. BT Motherfucking F. Ich verstehe es gar nicht. Aha, ja, genau. Nicht dein Baby. Nicht die Mama. Huch. Vielleicht war hier, ist hier irgendwo ein Loch, wo ich durch muss. Nee. Geh doch auf, du dämliche Scheißtür. Ich versteh's nicht. So, ich hab's dann gecheckt, was ich tun soll. Ich kann ja auch noch das hier machen, wa? Da musste ich ausnahmsweise nicht googeln. Oi, Licht. Laufen wir mal hier lang. Hallo, na gut, ich würde sagen, du kannst mir auch einfach die Tür aufmachen, aber das würde mir nicht helfen. Irgendwas verfolgt mich gleich, habe ich stark das Gefühl.
Batterien. Dive in he needs. Surprise. Was ist das für ein fucking Raum, ey? Gerade aufgehoben war das nicht auch? Ja. Was war das für eine Aktion? Aber das war irgendwie voll zu erwarten. Ganz verschwunden. Na, ich will gar nicht drüber nachdenken, wo der hin ist. Oh, kommst du denn her, Mr. Stuhl? Lass mal lieber alle Türen offen. Kann ich, wenn es schnell gehen muss, die Türen hinter mir zumachen, aber komme schnell durch. Muss sie nicht immer erst öffnen. What the? Fuck! Kam der denn jetzt auf einmal her? Ich werde mich nie verstecken, wenn ein Typ mich mit einer Machete oder was ist, oder? Oh nein, der hat den IQ von 3, er kann Nägel, er hat zu vertrauen. Wiedersehen. Taucht der Spaß hier auf einmal vor mir auf. Eine Batterie im Kamin. Komische Position für eine Batterie. Ich habe eine Sicherung, eine weitere Sicherung. Kommst du nicht angerannt? Das ist auch ein komischer Code. Zwei Batterien Jackpot! Fast wie ein Sechser im Lotto. Nein! Batterieverschwendung. Hat er nicht gehört, du Affe. Musst du neben dem Teil stehen?
hier nicht mitgekriegt hat, dass ich reingekommen bin. Zieh meine Hose an, du Drecksack. Das hört er nicht. Ja. Mhm. Ich hätte lieben gern diese Sicherung. Schreie nicht rum. Alles wird gut. Pack einfach die Sicherung da rein. Nein, was mache ich hier? Schneller, schneller, schneller. Rein? Natürlich nicht. Guck mal hier. Tja, jetzt die Frage, wie komme ich runter? Hoppla. Ich bin doch von unten gekommen, wa? Echt zurück zum Anfang. Oh ja. Ist hier vielleicht dieser Schacht auch? Irgendwo muss das Ding dann doch gelandet sein. Hoppla, ich renne einfach über die Leichen hier. Jupp, alles nur in deinem Kopf. Ah, guck mal. Was soll ich eigentlich mit dem Schlüssel? Holy fuck! What the fuck? Oh. Lass mich! Wir sind keine Freunde mehr, ich hab gedacht, du wärst nett! Natürlich! Dann renn ich. Renn ist immer eine nette Alternative. Ah, häng doch nicht fest! Kann ich jetzt hier durch oder was? Nein. Wo lang jetzt? Kann ich jetzt das hier öffnen? Nein. Nein. Alles falsch. Wo könnte man hier einen Schlüssel gebrauchen?
Aber hier waren nur Sackgassen. Unten war ja noch das andere Treppenhaus. Vielleicht kann ich ja da hochspringen. Ach Mensch, es geht das. Als ich hier geradlinig was hatte, war das ja noch okay. Aber jetzt muss ich auch noch überlegen, wo ich hin muss. Oder hier? Ei! So. Überall Treppen kaputt, ey. Ei! Das war scheiße. Weil es so schön war, noch einmal. Mit Anlauf. Oh, tschau, tschau. Follow the blood, nice here, folge den Blutspuren. Ja, war das nicht schon die ganze Zeit, meinst du? Das nenne ich Service. Inklusive Batterie. Ei! Du schon wieder. Ist der Priester hier auch lang? Oh ja, wieder ein Raum mit vielen Betten. What the fuck war das? Motherfuck, ey. Alter Schwede, was? Ey. Jetzt muss ich hier irgendwie. Wie komme ich denn jetzt wieder weg? Ah, so. Fun-fucking-tastisch. Surprise. Ich fühle mich hier auch nirgendwo sicher. Ach, guck mal da. Sie haben Post. Oh, das ist zu viel. What the fuck? Ich geh bestimmt da lang, wo ich den schwarzen Schatten hab langfliegen sehen. Auch nur ein Kreis. Denn nicht, dann komme ich halt nicht rein. Oh, what the? Naked guys. Oh, yes. Oh yeah. Natürlich. Da bleibt mir die Spucke weg.
folgen die mir hoffentlich nicht. Wie scheiße das auch aussieht. Hier wird der Priester chillen. Ich finde es immer noch irritierend, dass ich diesem Priester folge. Wegen ihm bin ich immer noch nicht. Natürlich, oh ja, oh ja. Genau, und da ist sie weg. Auf Wiedersehen. Und da kommt auch noch jemand. Und da bin ich gleich weg. Nein. Dunkle Räume ohne Kamera. Gut, dann beende ich auch erstmal für hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auch irgendwas bestimmt. Ja, dann das nächste Mal geht's weiter mit Stellen ohne Kamera. Dürfte interessant werden. Besonders da hier alles finster ist. Wir sehen uns. Ciao.